der Stimmung hat sich einfach geändert, dass die Menschen gemerkt haben, dass sich an den Themen nichts geändert hat. Denn die Themen sind weiterhin die gleichen. In der jetzigen rot-rot-grünen Koalition gibt es viele Bereiche, die einfach nicht angegangen worden sind. Zum Beispiel? Und das deprimiert die Menschen. Die Verkehrspolitik, das Thema Bildung. Es ist nicht angegangen, Friedrichstraße ist da angegangen. Ja, aber vielleicht nicht im Sinne der Partizipation der Menschen. Ja? Also es sind letztendlich ja Befragungen haben stattgefunden. Und ganz viele haben gesagt, das kann so einfach nicht sein. Wir wollen nicht bevormundet werden. Es ist uns wichtig, dass wir selber entscheiden dürfen, welches Fortbewegungsmittel wir nehmen. Und Friedrichstraße ist natürlich ein klassisches Beispiel, was die Menschen einfach nicht wollen, was die Unternehmer nicht wollen. Und das sind zum Beispiel die Themen, die weiterhin auf der Tagesordnung sind. Und es ist wichtig für die Menschen, dass in dieser Stadt etwas sichtbar passiert. Sie wollen Veränderung, sie wollen, dass es funktioniert. Und ich glaube, viele Menschen haben gemerkt, dass es mit der jetzigen Regierung nicht funktioniert. Und deshalb gibt es eine positive Stimmung, eine sehr gute Stimmung und eine Aufbruchsstimmung. Aus Sicht der CDU? Nicht nur aus Sicht der CDU, okay. Die Umfragen zeigen das natürlich, aber ich merke das ja, wie Herr Brinkmann es schon gesagt hat, jeden Tag auf der Straße, die Menschen wollen eine Veränderung. Sie sind unzufrieden, sie sind unglücklich und sie wollen einen Wechsel. Und diesen Wechsel jetzt, und Neustart gibt es mit der CDU. Jetzt haben wir über Verkehrspolitik gesprochen.